traurig, aber natürlich auch ein schöner Anlass, dass ich hier sind, aber ein bisschen traurig, dass das jetzt mein letztes Konzert als Improviser ist vor dem Übergabekonzert. Es kommt dann natürlich noch eins, wo dann meine Nachfolgerin präsentiert wird und da werde ich natürlich auch dran teilnehmen. Aber dieses ist ansonsten das Letzte, wenn man nicht die Josephine mitzählt, die natürlich so eine Art komischen, entfließenden Übergang in eine neue, meine neue Mörser-Existenz als Theater-Mitmachender einleitet. das ist meine uralt Leib- und Markenband Jazz Indeed aus Berlin. Wir kennen uns seit den frühen 90er Jahren und haben immer wieder gespielt und dann manchmal auch nicht gespielt, sind zusammen in den Urlaub gefahren, nach Naxos, haben dort Probenphasen erlebt, haben CDs aufgenommen, zwischendurch uns gestritten und wieder vertragen, dann ein Bandmitglied rausgeschmissen, ein neues Bandmitglied wieder aufgenommen und sind jetzt so eine Art uraltes Ehepaar der Bands. Unsere Kommunikation ist dementsprechend eigenartig, autistisch, undurchdringlich und wir stellen heute so einen Mischmasch aus verschiedenen Zeiten vor. Teilweise sind es Lieder über Berlin, teilweise sind das Pop-Cover-Songs aus der neuen deutschen Welle-Zeit, teilweise sind das unsere eigenen Kompositionen, die wir jeder mal so immer mal dazu gebracht haben. Und das nächste Stück ist zum Beispiel ein Original, ein Stück, das unser von mir äußerst geschätzter Bassist Paul Kleber geschrieben hat. Und es ist benannt nach einer S-Bahn-Station in Berlin. Es heißt Ostkreuz.
Dankeschön. Danke, Felix.